Als Agentur für selbstbewusste Kunst von Frauen sind die Damen geschichtsmächtig geworden. 1987 gründen Ona B., Evelyn Egerer, Birgit Jürgensen und Ingeborg Strobel eine prozessorientierte Performance-Truppe. Die Auftritte und Aktionen stehen im Zeichen eines federleichten, spöttischen Feminismus. Die Damen inszenieren Performances und parodistische Events. Sie sind es auch, die das Genre des Tableau Vivant, des lebenden Bildes, ins Medienzeitalter übersetzen. Ihre Live-Interpretationen vom Rollenspiel der Geschlechter sind pointiert und kritisch, humorvoll und voll Selbstironie. Die Terrains weiblicher Berufstätigkeit sind ein immer wiederkehrendes Motiv. Es ist die Zeit, in der Frauen, die in der Wirtschaft arbeiten, nicht nur wie Männer agieren, sondern sich auch genauso kleiden. Diesen Executive Style zelebrieren die Damen 1989 in weißen Hemdblusen, Krawatten und Brillen in der Wiener Sezession. Auf der kryptischen Einladung zu Postmodern schlurft ein Briefträger mit Fokuhila durchs Bild. In der Wiener Sezession wird das Publikum überrascht von einem visuell spektakulären Tableau in Form von vier Schreibtischen und von der Decke hängenden Industrielampen. Absurd, kafkaesk, komödiantisch. Der Abend geht als Geburtsstunde der Marke Die Damen in die Performance-Geschichte ein. Für die Performance lassen die Damen in der Staatsdruckerei eine nichtamtliche Briefmarke in einer Auflage von 1000 Stück drucken. Sie zeigt ein schulterfreies Vierfachporträt der Damen vor Sternenhimmel. Über das zurückgekämmte Haar sind Wellenlinien gedruckt, die an einen Poststempel oder eine stilisierte Wellerformfrisur erinnern. Am Abend der Performance wird der Hauptraum der Wiener Sezession in ein Postamt mit roten Chefsesseln transformiert. Dort sitzen die Damen mit strengen Frisuren und verströmen kühle Büroerotik. Zur Installation gehört neben dem amtsüblichen Bild einer Bundespräsidentin eine raffinierte Lichtregie im Reichskanzleistil. Die zahlreich erschienenen Neugierigen bezahlen an Tisch 1 100 Schilling und erhalten an Tisch 2 die Sonderbriefmarke mit dem Konterfei der Damen. Diese wird an Tisch 3 gestempelt. Der Stempel trägt zum ersten Mal das Logo Die Damen. An Tisch 4 wird die Marke verpackt. Hintergründig betiteln die Damen den Abend mit dem Schlagwort Postmodern. Das kann zum einen als Slapstick über die Segnungen des Postbetriebs interpretiert werden. Auf einer Metaebene meint die Inszenierung jedoch das Entwerten des damals vielbeschworenen Phänomens der Postmoderne als kanonisiertes Denkschema. Im Auftrag der Austria Tabak entwickeln die Damen ein opulentes Multiple, das als Jahresgabe des Unternehmens an Geschäftspartner verschenkt wird. In einer mit rotem Samt ausgeschlagenen Kassette befinden sich vier kleine Originale aus der Hexenküche des Quartetts. Ein Aquarell, Holzschnitzereien, ein Goldfolienkleeblatt und eine Zigarre in goldener Hülse. Dazu kommt noch ein Plakat mit dem Sujet der postmodernen Briefmarke. Für die Präsentation im Tabakmuseum entwerfen die Damen ein Podium mit vier Sockeln als Buchständer, die in üppiger roter Stoffdrapierung versinken. Dahinter eine Multimedia-Wand aus 15 Monitoren, auf denen Videos von roten Rosen und in weiche Falten gelegtem Satin laufen. Den Vorstandsvorsitzenden Beppo Mauhardt im grauen Anzug stellen die glamourös schillernden Damen unschwer in den Schatten. Jede verkörpert eine Jahreszeit. Ona B. im Schiffdress aus rosa Seide den Frühling, Evelyn Egerer in blaugrünem Samt mit Blumenprint den Sommer, Birgit Jürgensen in venezianisch-goldfarbenem Stoff von Fortuny den Herbst und Ingeborg Strobel, die eine dunkle Perücke und ein Abendkleid aus schwarzer Spitze trägt, den Winter. Aus heutiger Sicht ist dieses ungemein selbstironische Werk nicht ohne Melancholie zu beschreiben, denn eine der damals geehrten Damen, Birgit Jürgensen, sowie weitere wichtige Beteiligte sind heute nicht mehr am Leben. Im Jahr 1990 sind die Damen der Meinung, dass eine offizielle Würdigung ihrer herausragenden Leistungen an der Zeit wäre. Sie erfinden die goldene Ehrennadel, deren Verleihung an sich selbst sie persönlich in die Wege leiten.
Das Ehrenzeichen soll das legendäre Freihaus in der Schleifmühlgasse verleihen, ein Lieblingslokal der Damen und frequentierter Treffpunkt der Wiener Kunstszene. Das Event läuft unter Freunden ab. Der Designer und Universalist Eduard Schulz entwirft im Auftrag des Künstlers und Lokalbesitzers Michael Lohn 4 dezent voneinander abweichende Anstecknadeln aus Email. Gastronom Lohn überreicht diese in einer Kassette für besondere Verdienste um die Verbindung von Kunst und Kommunikation. Die feierliche Zeremonie findet in der Essecke des Lokals statt. Womöglich gab es Reden, mit Sicherheit freie Drinks. Vom Schriftsteller Martin Kubacek ist folgende Gratulationsnote überliefert. Mit Neid und Anerkennung sehe ich die Vergabe der Freihausnadel an die 4 Damen. Ich beglückwünsche die glückliche Wahl. Ihre Präsentation anlässlich der Verleihung des Römerquelle-Fotopreises legen die Siegerinnen als Performance an. Für den 18. Oktober 1990 laden sie Seen and Heard in ihren Ausstellungsraum in der Wiener Sezession ein. Für das Ereignis produzieren die Damen ein elegantes kleines Degustationsglas, wohlgemerkt kein Achterl, mit dem Aufdruck »Die Damen beleben die Sinne« in einer Auflage von 1000 Stück. In bewährten Junior Gautier Designerklamotten und weißen Spitzenschürzchen servieren die Damen exzellente Weine und das Sprudelwasser des Auslobers. Partygäste dürfen ihr Trinkglas als Souvenir mitnehmen. Auch der amerikanische Botschafter greift erfreut zu. Für die Laufzeit der Ausstellung bleiben leere Flaschen, der große Serviertisch mit fleckigem Tischtuch und das gerahmte Foto aus der Therme Oberla zurück, auf dem die Damen vom Beckenrand aus ihrem Publikum zuprosten. Nach dem Ausscheiden von Ingeborg Strobel wird das Quartett neu gemischt und der New Yorker Künstler Lawrence Wiener zur Dame. Der textorientierte amerikanische Konzeptkünstler widmet den Damen eine persönliche Declaration of Intent, To Bitch is to Be, mit der kongenialen Übersetzung Böse ist besser. Museum in Progress, ein innovativer Kunstverein, entwickelt mit der Kuratorin Stella Rollig das Format Reise zu den Quellen. Es gibt jungen österreichischen Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten. Das Projekt der Damen sieht vor, in Tokio eine transkulturelle Recherche zur Frage und Gegenstand des Bösen durchzuführen. Lawrence Wiener, der das Thema vorgegeben hat, muss zu Hause bleiben. Die Damen sind mit Visiten und Fragekarten auf Japanisch ausgerüstet. Darauf steht, ist Ihnen schon jemals etwas Böses widerfahren? Und halten Sie sich entweder Augen, Ohren oder Mund zu. Würden Sie für uns diese Geste machen und dürfen wir Sie dabei fotografieren? Vielen Dank. Nach 10 hektischen Tagen, angefüllt mit mehreren privaten Empfängen, lange geplanten Treffen mit Museumsdirektoren, Nudelshop-Tests, Kabuki-Theater und einem Ausflug zum Affenrelief nach Nikko ist genug Material für den geplanten Katalog und das Buch Die Damen zusammengekommen. Klug, prägnant und mit einer ordentlichen Portion abgründigen Humors haben die Damen jahrzehntelang die Kunstszene bereichert. Höchste Zeit, ihrem Wirken ein Zeichen zu setzen. Die Ausstellung von Zeitkunst Niederösterreich präsentiert erstmalig eine umfassende Aufarbeitung der Projekte dieser Pionierinnen einer Performancekultur der Leichtigkeit und Raffinesse.